Hey, ich bin's Lucy und willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Mal war ich bei Polen Bier. Da habe ich mir verschiedene Sachen rausgesucht, die übrigens auch schon auf Insta für große Meinungsverschiedenheiten gesorgt haben. Lasst mich wissen, was euch am besten gefallen hat und los geht's. Als erstes habe ich diese Hose gefunden. Da hat mir die Farbe sehr gut gefallen und dass sie so ein ganz eingestreiftes Muster hat. Das ist eine richtige Jeans, also auch etwas härter, etwas wärmer. Der Stoff ist sehr angenehm, der ist von innen sehr, sehr weich. Sitzt auch gut. Die Länge ist auch überraschenderweise gut. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass sie so an den Knien weit ist, an den Oberschenkeln ein bisschen zu eng. Aber mit der passenden Größe fand ich das dann doch gut. Hat mich letztendlich dafür entschieden. Der Preis hierbei liegt bei 35 Euro. Als nächstes habe ich diese dunkelblaue Jeans gefunden mit dem Herzmuster. Das hat vorne und hinten solche Herzchen. Ist auch mal was ganz Außergewöhnliches, sieht auch nett aus. Was mich allerdings gestört hat, ist, dass sie an den Oberschenkel so ganz eng anliegt. Unten sehr, sehr breit ist, auch schon viel zu lang. Wobei die Länge ja gar kein Problem wäre, kann man ja immer kürzen. Dennoch hatte sie so unten so einen Schlag und das gefällt mir nicht wirklich. Sah auch mit Schuhen nicht sonderlich gut aus. Deswegen habe ich mich leider dagegen entscheiden müssen. Der Preis hierbei liegt auch bei 35 Euro. Als nächstes habe ich diesen Pulli gefunden. In so einer schönen lila Fliederfarbe. Hat mir auch schon sehr gut gefallen. Mit so einem gestrickten Muster. Der Stoff fühlt sich unglaublich weich und angenehm an. Auch gefällt mir dieser eckige Ausschnitt. Ich finde, das macht eine schlanke Statur. Bauchfrei ist vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft im Winter oder im Herbst, aber er war so weich und saß so angenehm, dass ich ihn mitnehmen musste. Der Preis lag bei 25 Euro. Ja, und man kann ihn einfach zu allem anziehen. Fand ich einfach nur schön. Und als nächstes diese Jacke. Naja, solche Jacken habe ich eigentlich schon tausendfach, aber ich wollte die trotzdem mal anprobieren. Mir hat dieses Grüne sehr gut gefallen. In letzter Zeit tendiere ich irgendwie sowieso ein bisschen zu grün. Ja, da gibt es echte große Taschen, also passt eigentlich auch überall alles rein. Ja, so eine typische Herbstjacke, nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja, weil ich immer friere, hat es sich nicht gelohnt, sie zu kaufen, da ich dann doch eher Daunenjacken anziehe, wenn es schon ein bisschen kälter wird. Aber die Farbe ist sehr, sehr schön. Der nächste Pulli, diesmal so beigefarben, hat einen runden Ausschnitt, fühlt sich auch mega gemütlich an, also genauso eigentlich wie der lilane Pulli. Hat ein bisschen längere Ärmel, ist auch nicht ganz so kurz geschnitten. Sitzt auf jeden Fall schön. Ich mag auch diese tiefer gesetzten Schultern. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Der Preis lag bei 20 Euro. Den habe ich dann auch mitgenommen. Kann man eigentlich auch zu allem anziehen, fühlt sich auch warm an. Und ich hoffe, er hält auch warm. Dieses Outfit habe ich so im Laden gesehen, wollte das auch anprobieren. Erstmal der Pulli. Er hat so einen weißen Rand am Kragen und an den Ärmeln und mit der weißen Aufschrift. Ja, passend dazu der Rock, auch in den Farben blau, weiß und irgendwas mit schwarz. Der Pulli ist auch kürzer geschnitten, was mir auch echt gut gefallen hat. Na, ich fand das auch echt mal außergewöhnlich. Einfach mal was anderes, nicht immer nur Hosen im Winter und im Herbst. Ich mochte auch den Rock, der sitzt auch unglaublich gut. Und der Stoff fühlt sich auch richtig angenehm an. An der Seite ist ein Reißverschluss. Und ich konnte mich zwischen dem und dem nächsten Outfit nicht entscheiden. Beides wollte ich nicht, aber das nächste hat mir dann doch am besten gefallen. Zwischen dem und dem letzten Outfit konnte ich mich nicht entscheiden. So, hier ist auch der Rock genauso wie der davor, nur eben in anderen Farben. Ein Reißverschluss an der Seite wie auch bei dem anderen. Also eigentlich alles genau gleich, bis auf die Farbe. Es
sitzt auch mega angenehm. Und diesmal ein anderer Pulli, auch in beigefarben. Ich fand auch den Kragen einfach nur irgendwie anders, außergewöhnlich. Letztendlich habe ich mich für dieses Outfit entschieden, hatte es inzwischen sogar schon bei einem Shooting an. Hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen, ist einfach mal was anderes. Der Pulli kostet 25 Euro und der Rock 18. An T-Shirts konnte ich auch wieder nicht vorbeigehen, dann habe ich als erstes dieses gefunden und anprobiert. Die Farbe hat mir echt gut gefallen, die tiefer sitzenden Ärmel finde ich auch voll angenehm. Was mich aber gestört hat, ist diese zu große Aufschrift und auch ein bisschen die Länge. Ich mag lange T-Shirts nicht, für mich ist das eher so wie ein Nachthemd oder ein Haus-T-Shirt. Naja, ich weiß nicht, wäre vielleicht im Sommer was anderes gewesen. Der Preis hierbei liegt bei 20 Euro. Und als nächstes ein Kapuzenpulli. Ich fand die Farben schön, die ist blau und grau. Das ist übrigens auch mega, mega warm. Ja, es gibt eine Tasche, kann man durchgreifen. Sitzt auch gut, weil der ist unten ein bisschen enger und das hält dann so ein bisschen zusammen. Ich glaube, dann ist das nicht ganz so tragisch, wenn es draußen windig ist. Dann zieht das nicht unter der Jacke durch. Die Schultern sind auch wieder ein bisschen tiefer sitzend. Der Kragen ist aber so ein bisschen zu eng. Und ehrlich gesagt stört mich diese riesige Aufschrift. Der Preis lag bei 30 Euro. Dann noch die beiden Teile, die Weste und der Pulli. Die Weste ist recht kurz, hat aber Taschen, wo auch recht viel reinpasst. Ja, die habe ich da nicht aufbekommen. Ist eigentlich ganz warm, aber ich finde Westen sind einfach nur schön, aber nicht funktional. Deswegen wüsste ich nicht, wann und wo ich die anziehen soll. Der Pulli ist auch mal was anderes. Ich fand diese Farbe schön. Und ich dachte eigentlich, der ist richtig weich, aber der war ein bisschen zu kratzig. Deswegen habe ich beides nicht mitgenommen. Die Weste kostet circa 40 Euro und der Pulli lag bei 30 Euro. Und hier nochmal der Pulli in Nah. Ich fand die Farben eigentlich richtig schön. Deswegen ist das schade, dass er dann doch ein bisschen kratzig war. Unten drunter war auch nichts, eben nur dieser Strickstoff. Der Kragen saß aber auch ganz angenehm. Nicht zu eng, nicht zu breit und an sich auch die Form auch recht gut. Die Ärmel sind nicht zu lang, die Länge an sich ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Also eigentlich alles perfekt bis auf den Stoff an sich. Aber es kann nicht immer alles perfekt sein. Wäre auf jeden Fall auch mal was anderes. Aber dann kommt eben irgendwann ein nächstes Teil. Und der Preis hierbei, wie schon gesagt, lag bei 30 Euro. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Lasst wie immer ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin!